Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoprojekt. Heute ist der 11. April 2024 und vor knapp 3 Stunden wurde mit Anomaly ein neues RimWorld Add-in veröffentlicht, welches wir, wie ihr im Thumbnail oder auch im Hintergrund sehen könnt, spielen werden. Bei euch kommt das Ganze natürlich erst am 12. April. Eine Regel besagt, dass man Videospiele nicht am Patch oder Release Day spielt, aber da es sich bei RimWorld nicht um ein Multiplayer-Spiel, welches einen Server benötigt, handelt und ich mega hyped bin, versuchen wir trotzdem unser Glück. Bei Anomaly handelt es sich um eine Erweiterung, welche Horrorelemente ins Spiel bringt und RimWorld auf die Version 1.5 hebt. Leider habe ich bei dem Ganzen eine Sache nicht bedacht, nämlich dass einige Mods die Version 1.5 gar nicht unterstützen und noch Nachbearbeitung benötigen und uns dementsprechend nicht zur Verfügung stehen. Mods ist auch ein gutes Stichwort. Wir schauen mal in die Liste, welche Mods uns noch zur Verfügung stehen. Und zwar haben wir hier die Harmony Library, die einfach nur für Mods benötigt wird. Außerdem das Core-Spiel mit den 4 Erweiterungen. Wir haben noch Kamera Plus, was uns weiteres Rein- und Rauszoomen ermöglicht. Wir haben eine weitere Library, die für einige Mods benötigt werden. Außerdem haben wir die Color-Coded Mood Bar, die uns auf einen Blick im Icon oben zeigt, wie es um unsere Kolonisten steht. Und als letztes, was noch funktioniert, ist Smarter Constructions. Eine Mod, die dafür sorgt, dass die ein bisschen intelligenter bauen. Was wir nicht mehr zur Verfügung haben, ist Prepare Carefully. Das werde ich auch ein bisschen vermissen, das werdet ihr gleich sehen. Das sorgt dafür, dass man seine Kolonisten am Anfang ein bisschen selber aussuchen kann, wie sie ausgestattet sind. Und ja, das wird uns fehlen. Außerdem fehlt die Follow Me Mod, die hat einfach nur die Kamera Leuten hinterher bewegt. War ganz schön, wird auch wieder reinkommen, können wir im Nachhinein wieder reinbauen, gar kein Problem. Und Pick Up and Haul, ob das groß fehlt, bin ich mir gar nicht sicher. Wir haben es auf jeden Fall nicht zur Verfügung. Okay, wie auch in dem anderen Let's Play zu RimWorld, in der ersten Kolonie, die wir gespielt haben, möchte ich das Ganze A, möglichst Vanilla halten, also so wie das Standardspiel ist, nicht mit ganz so viel ausgefallenen Mods. Außerdem möchte ich auf dem Schwierigkeitsgrad, dem Szenario nackte Brutalität spielen. Weiterhin werden wir hier wieder Randy benutzen, auf dem Schwierigkeitsgrad ums Überleben kämpfen. Und wir spielen diesmal im Hardcore-Modus. Abgeschützt ist beim letzten Mal auch nichts. Wir hoffen einfach das Beste. So. Hier können wir uns einen neuen Seed erzeugen. Da sage ich mal einfach, gib uns was Tolles. Ausrufezeichen. Der Rest ist soweit okay. Abdeckung brauchen wir nicht größer. Wir werden eh nicht die ganze Welt bereisen. Niederschlag und alles lassen wir alles so in der Mitte. Ich denke mal, die Völker, die passen auch. Ja, diesmal sind keine Bürger. Diesmal ist die Würcrew nicht dabei. Aber ich denke mal, das ist okay. Also sagen wir generieren. So, jetzt generiert er uns eine Welt. Und dann gucken wir mal, wo wir uns niederlassen. Auch hier würde ich wieder sagen, ich suche mir jetzt das nicht alles exakt aus. Ich drücke hier ein paar Mal auf zufälliger Startplatz. Und dann nehmen wir was wir bekommen. So, Wüste. Wüste möchte ich nicht zwanghaft. Ich mach mal weiter und nochmal Wüste. Selbes Problem. Savanne auch nicht. Gern so ein Wald oder sowas. Wüste. Hier, gemäßigter Wald, bergig. Granit, Sandstein und Marmor, das ist gut. Durchschnittstemperatur von minus 9 bis 30 Grad. Nee, das würde ich nicht machen, weil hier die Wachstumsperiode so doof ist. Besonderheiten Höhlen, das ist natürlich ganz geil. Aber Höhlen heißt auch immer Insekten. Ich sage nochmal, zufälliger Spielplatz, oder Startplatz. Hier, tropischer Regenwald, was haben wir denn da? Eben, Marmor und Kalkstein. Wir haben eine Höhe, wir haben 25 bis 35 Grad, ganzjährig. Wachstum, Tiere können grasen. Jo, wir haben keine Verseuchung. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, nehmen wir. Außerdem machen wir mal hier noch erweitert und stellen das Ganze hier auf Mittel. Das macht einfach unsere Kolonie noch ein bisschen größer, also den einzelnen Platz, wo wir uns aufbauen. Und ja, dann sagen wir weiter. Was? Dieses Feld befindet sich in der Nähe von verseuchten Feldern, wodurch etwa alle 217 Tage ein Säuresmog auftritt. Säuresmog bewirkt, dass Pflanzen langsamer wachsen, Gegenstände im Freien zerfallen und Menschen schlechte Laune bekommen. Ja, klingt ja nach normal RimWorld, oder? Bestätigen wir. Auch hier sagen wir, wir nehmen eine fluide Ideologie, wie beim letzten Mal, klassisch ähnlich.
Und das reicht auch, ne? Wer den anderen Let's Play oder das andere Let's Play von RimWorld gesehen hat, hat gesehen, da haben wir am Schluss Justin bekommen. Und Justin war ja von seiner Ideologie her ziemlich schwierig, weil der wollte keine Bäume fällen, den hat's, der fand das nicht so gut, wenn Tiere getötet werden. Gehe ich in einem echten Leben mit bei RimWorld, kann es halt notwendig sein. Und dann immer schlechte Laune zu haben, das brauchen wir zumindest bei unserem ersten erstmal nicht. Ne? Der soll ja möglichst gute Laune haben, der ist alleine. Wir müssen uns das ja nicht schwerer machen, als es ist. Noch schlimmer wäre es, wenn er halt Kannibale wäre oder ganz viel Drogen bräuchte. Brauchen wir alles nicht. Machen hier klassisch ähnlich und dann gucken wir mal, was passiert. So, und jetzt kommt das der Punkt, was ich meinte mit dem Prepare Carefully, dass uns das fehlen wird, weil ich kann jetzt hier nicht mehr auswählen, der kann das und das und das, sondern ich muss hier auf zufällig klicken, bis wir einen haben, der ungefähr passt. Für mich ist wichtig der Wert Pflanzen, damit wir Essen anbauen können. Für mich ist wichtig der Wert Konstruktion, damit wir auch was bauen können. Er sollte Nah- oder Fernkampf können und das nicht so wie der hier komplett ablehnen. Dann sind wir verloren, definitiv. Medizin ist immer noch ganz nett, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und den Rest schauen wir mal. Vielleicht auch nicht ganz so krank. Also der hat ja hier, dem fehlt schon jetzt der kleine Zeh, ne? Der ist nicht mal gelandet. Nur verstümmelt. Schauen wir mal. Also, Konstruktion 9, Pflanzen 9. Tiere brauche ich jetzt nicht zwanghaft. Kochen ist noch okay. Aber Medizin 0, Merkmale freundlich. Ja, Schussnarbe am Arm. Sozial relativ okay. Halt für den Kampf gar nicht zu gebrauchen, ne? Aber wir nehmen die gute. Ich muss zugeben, ich habe gerade, deswegen auch schon 3 Stunden seit dem Release, ich habe gerade schon mal eine Folge angefangen, mir sind die Aufnahmen abhanden gekommen. Irgendwie sind die alle weg. Eigentlich hättet ihr was anderes gesehen. Egal, reden wir nicht weiter drüber. Wir nennen die gute Sainoa. Ups, Sainoa. Die ist auch eine von Traben. Und als Spitzname heißt sie trotzdem Sai. Okay. Und ich denke mal, das war's auch. Können wir damit leben? Nochmal kurz prüfen. Kochen 3 ist nicht so gut, aber was willst du machen? Dafür Konstruktion gut. Das ist zum Anfang wichtig. Pflanzen wichtig. Bergbau auch ganz gut. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Müssen wir gucken, wo es läuft. Den Rest lasse ich einfach so, wie es ist. Ne? Die können eventuell kommen. Schauen wir mal. Also, starten wir ins Spiel. Starten wir eine neue Kolonie. Ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt Bock. Schauen wir, was passiert. So, dann. Jetzt ziehe ich mich einmal in den rechten Bildschirmrand. Und dann gucken wir gleich mal, wie es auf unserer Karte aussieht. Wie unser Kolonist so drauf ist oder unsere Kolonistin. Und womit wir hier arbeiten müssen. Es sollte nur eine einfache OP werden. Nur 1 Stunde unter Narkose. Du hast dich total sicher gefühlt. Jetzt bist du in einer Rettungskapsel aufgewacht, die gerade die Atmosphäre einer unbekannten Randwelt durchdringt. Abgesehen vom mysteriösen Schleim auf deinem Körper bist du splitternackt. Ohne jede Vorbereitung, ohne Vorräte, ohne Werkzeuge. Schaffst du es zu überleben? Ich hoffe. Wir gucken mal. So, das heißt, wir machen hier direkt Pause. Da ist die gute Sai. Das bedeutet, wir fangen erstmal an und machen hier alles selber. Und zwar Kinderpflege brauchen wir gerade nicht. Hilfsarbeit auf 2. Werte 1. Kommt gerade eh noch nicht zu tragen. Das auf 4. Das auf 2, das auf 4, bauen auf 2, Feldarbeit erstmal 2, Bergbau 2, müssen wir hochstellen, wenn wir es brauchen, Waldarbeit erstmal auf 1, weil wir müssen wahrscheinlich viele Bäume fällen zum Anfang, Schmieden brauchen wir nicht, mache ich mal alles auf 4, Kunst auf 4, Handwerk auf 4, Transport ist relativ wichtig, studieren. Scheint neu zu sein. Kenne ich nicht. Habe ich noch nicht gebraucht. Schauen wir mal. Forschen ist zwar alt, brauchten wir aber in unserem ersten Let's Play auch nicht. So, wir scrollen ein bisschen raus. Was wir noch machen. Die gute Sai soll erstmal
sich selber behandeln dürfen, wenn was ist. Sie isst nur einfache Nahrung, reicht erstmal. Oh, wir haben ja auch gleich ein paar Bärenbüsche. Werden wir brauchen zum Anfang. Oh, guck mal, hier ist schon mal eine schöne. Einiges Schönes. Das ist super nett. Hier ist gleich was zum Abbauen, finde ich gut. Hier ähnlich. Struktur. Oh, Boomerlupen, die explodieren, wenn man die tötet. Und die können explodieren. Aber die sind friedlich gesinnt, das heißt, wenn man denen nichts tut, tun die einem auch nichts. So, hier ein paar Maschinenreste, außerdem ein bisschen Silbererz, erstmal uninteressant. Aber gut, dass es da ist, werden wir später brauchen. Ja. Also ganz, das hier gefällt mir eigentlich schon mal soweit ganz gut. Noch einige Bäume in der Nähe, ziemlich zentral. Schauen wir mal, was die fruchtbaren Böden sagen. Hier ist viel fruchtbar. Das heißt, ob jetzt das oder das nehmen, ist eigentlich relativ egal. Jetzt ziemlich gleich weit weg ist von diesen fruchtbaren Böden. Fruchtbarer Boden ist natürlich wichtig, damit die Felder wachsen und gedeihen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach das hier, nehmen das mal für uns ein. Das bedeutet, wir fangen an, indem wir sagen, erstmal ist das hier alles unser. Dann muss die gute Sai erstmal Bäume fällen. Haben wir hier irgendwas? Der kann weg. Der ist noch nicht ganz groß. Der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Reicht erstmal. Dann sage ich immer, es soll losgehen. Er soll Bäume fällen. Genau, macht sie auch sofort. Dann, wenn wir die ersten Sachen haben, schlage ich vor. So. Mach mal eine Lagerzone hier rein. Diese Lagerzone lagern wir alles außer Brocken, menschliche Leichen und Sachen, die verrottet sind. Brauchen wir nicht. So, Strukturen. Dann wird es zu groß, wenn wir es als einfach. Ne, wir machen mal hier die Wand. So. Das Ding reißen wir ab. Was ist das? Ein Sarkophag. Kann man die aufmachen? Nö. Wir reißen ihn trotzdem ab. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Dann machen wir das hier noch weg. Und da eine Tür, da eine Tür. Dann machen wir hier oben auch nochmal eine Wand. Die Türen werden wohl reichen. Oh, die sind aus Marmor, die sind relativ schwergängig. Vielleicht reißen wir die später nochmal ab. Erstmal können wir damit leben. Gut, haben wir. Wir wollen außerdem irgendwie eine zweite Lagerfläche für unsere Steinbrocken. Die würde ich mal hier so planen. Da sollen wirklich nur Steinbrocken hin. Das heißt, Brocken passt. Dann sagen wir mal, als nächstes noch die Anbauzonen machen. Dann mache ich mal nochmal hier die Dings an. Oh, jetzt habe ich hier eine hingesetzt. Habe ich nicht. Zone. Nein. Anbauzone. Machen wir hier ein Feld. Ein zweites Feld. Machen wir jeweils Reis. Und Reis. Außerdem machen wir hier nochmal ein kleines Feld hin. Baumwolle, in der Hoffnung, dass uns das nicht wieder abgepackt wird. So. So, reicht das mal. Sagen wir Baumwolle, aber das soll er jetzt noch nicht anpflanzen. Oder sie. Ich bin noch bei männlich sei. Was wir aber vielmehr noch brauchen jetzt erstmal, sind dann Betten.
damit die Gude nicht auf dem Boden schlafen muss. Das heißt, wir sagen hier Möbel, Betten. Da bauen wir mal direkt zwei. Vielleicht ist das auch ein Sarkophag. Vielleicht ziehen wir hier, das machen wir aber später. Alles gut. Das heißt, bauen wir hier dein Bett. Ein gutes Bett, das ist doch schon mal nett. Außerdem möchte ich gern noch einen Tisch, damit die Gude nicht im Stehen essen muss. Das will ja keiner. Und an den Tisch kommen auch nochmal zwei Stühle. Zack. Dann müssen wir auch hier nur noch das Ganze erstmal zumachen. Unsere Bleibe ist soweit fertig. Das heißt, dann wird ein Dach drauf gebaut. Ich hoffe, das macht sie noch. Dann können wir wahrscheinlich auch schon sagen, erntet das hier mal ab. Weil sie wird auch schon Hunger kriegen, denke ich. Sie hat eine Schussnarbe. Sie arbeitet ein bisschen langsamer. Soweit okay. So, dann mach das mal hier fix. Oh, sie hat schon eine Sache verbockt. Mal bauen auf 1 und Feldarbeit dann. Dann das erste auf 2, was in Frage kommt. Genau. Und außerdem tropischer Regenwald, das habe ich gerade im Spiel davor schon gemerkt. Heißt auch, dass es ziemlich schnell. Ach, Entspannung fehlt natürlich. Wir wollen hier so ein Spiel noch bauen. Ein Stöckchen, ein Hufeisenspiel. Aber was ich eigentlich sagen wollte: tropischer Regenwald heißt auch immer sehr, sehr warm in der Bude. Und deswegen bauen wir mal hier noch so eine passive Kühlung mit rein. So. Genau, konsumier mal die Beeren. Dann fällen wir noch ein, zwei Bäume. Oder wo sie wird hier unten mal ganz viele fällen. Hitzeschlag, da geht's schon los. Warum? Ach, wegen 36 Grad draußen. Das ist eine ganze Menge. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hier diese Kühlung reinbauen, damit es drinnen halt ein bisschen kühler wird. Macht sie auch direkt. So, jetzt wird es dunkel und es ist immer noch warm draußen. Ich mach mal hier in unsere Felder. So, erstmal nur eins anbauen, das größere. Das passt. Danach ist eigentlich wichtig, dass sie erstmal das Dach fertig baut. Hier noch irgendwo offen. So, eine Dachgebiet erweitern. Außerdem. Ich dachte, das mal hier als dein. Sie baut Dächer wie ein junger Gott. Was? Zack, 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 zack. Alles dicht gemacht. Ach, das ist noch offen. Aber hier noch ein Sarkophag ist. Ah, okay. Abreißen. Das ist auch noch einer. Ah, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Okay. Die sind auch Stahl. Das ist richtig gut. Uiuiuiui. Abreißen. Das ist unser Stahl. Den nehme ich natürlich mit. Ah. Erstmal fix was mampfen. Bitte nicht sofort vergiften, das wäre super. So, ist der Raum jetzt geschlossen? Ja. Okay. Der war nicht aus. Ah, der war nicht aus Stahl. Aber hey, ein bisschen Sandstein nehmen wir natürlich auch. Repariert sie das Ganze? Das muss aber nicht sein. Das hat Zeit. Apropos Zeit. Ich habe Angst vor Überfällen. Und deshalb
versuche ich mal noch mal einen Arbeitsplatz hier noch reinzubauen. Und beim Arbeitsplatz sagen wir, bauen wir eine Keule. Und zwar ist es ja noch schön ruhig, aber Randys brennende Faust wird auf uns niederhageln. Und dementsprechend wollen wir gewappnet sein. Willst du nicht lieber hier Feldarbeit machen? So, sei. Ansonsten geht's dir gut. Ja, sehr hungrig. Verständlich, verständlich. Deswegen hier mehr Beeren. Zieh sie dir rein. Umso wichtiger, dass wir auch... Das wird schon fertig? Nee. Achso, sie geht erstmal pennen. Okay, das ist okay. Dann verfällt das Holz hier auch langsam. Wenn du aufstehst, dann isst man hier erstmal die Beeren. Und dann kommt der Rest. Gut. Aber wir machen uns mal weiter an die Planung. Und zwar... würde ich mal sagen, dass das hier alles weg kann. Bringt sie denn hier rüber? Außerdem würde ich mal für die Produktion sagen, wir bauen mal hier noch so einen Steinmetztisch direkt daneben. Da der am besten funktioniert, wenn man den drin hat, was oben gerade steht, bauen wir hier auch noch mal kurz eine kleine Struktur rum. Ganz klein, aber wird schon gehen. Hier ist nochmal ein Sarkophag. Ist der, gilt der als hübsch? Nee, gar nicht. Oder gilt der als hübsch? Die ist hübsch, ne? Ja. Die Kisten hübsch? Nee, aber da kann man Sachen reinpacken wahrscheinlich. Schlag. Aufpassen. So. Dann bauen wir uns mal unsere Keule. Damit wir zumindest so wie Kleinviecher. Die ist nicht gut im Kämpfen, machen wir uns nichts vor. Nahkampf 2. Aber ich glaube, Nahkampf ist tatsächlich erstmal für uns besser. Wenn ihr den anderen RimWorld, das andere RimWorld-Projekt verfolgt habt, schießen ist schon schwierig. Und gerade zum Anfang mit diesen ganzen schlechten Waffen, ne, wenn du eine Maschinenpistole machst, alle weg, musst du nicht gut zielen können. Aber mit diesen ganzen Einschusswaffen, da hat doch der Ema mit seinem Nahkampfskill, der hat doch viel mehr gerockt. Und was haben wir hier? Langsam ist wieder Nahrung wichtig, aber erstmal Keule. Los, bau was Schönes. Ist auch das zweite Bett, ist normal, ist okay. Mit ausrüsten. Keule aus Holz. Hat sie dabei. Okay. Das heißt, das wächst hier schon schön. Oder auch nicht gerade, weil keine Sonne scheint. Ja, wo machen wir denn Türraum und sowas hin? Nutzen wir gleich das Vorhandene hier oder machen wir es lieber hier rüber, weil die Felder ja da sind und das muss ja da alles reingebracht werden. Vielleicht ganz sinnvoll. Aber dafür würde ich auch eigentlich eher gerne Stein haben wollen. Einfach aus dem Grund. Was haben wir hier viel? Eckstein, ne? Kalkstein, dann mach doch mal hier Aufgaben. Kalkstein. Immer. Lieber Kalksteinwände, ganz einfach, ne? Wenn der Blitz hier irgendwo einschlägt und hier ist ja alles aus Holz. Das heißt, wenn hier einmal irgendwas brennt, das geht auch nicht mehr aus.
Das fackelt uns alles ab, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unsere Holzwand... Oh, das geht noch, ne? Aber wenn die ganze Hütte aus Holz ist, das Ding hier, das fackelt einfach ab. So, hier, man hat gesehen, wie langsam diese Türen aufgehen. Vielleicht auch ganz sinnvoll, die nochmal zu ersetzen. Auch noch... Bambus auch wie im echten Leben wächst recht schnell, ist gutes Baumaterial, wirft leider nicht so viel Holz ab, wie man es gerne hätte. Aber nehmen wir auch erstmal alles mit. So, dann muss sie wahrscheinlich essen. Das heißt... Oh. Transportabschluss, was haben wir da? Ein Bogenschütze namens Wurm. Stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte er den Aufschlag überleben, wird er vermutlich schwer verletzt sein. Wurm gehört zur feindlichen Fraktion Suwu. Du kannst ihn gefangen nehmen, um ihn zu rekrutieren oder zu versklaven. Ja, gefangen nehmen. Wir können gerade gar nicht gefangen nehmen, weil wir keine Gefängniszelle haben. Wir gucken erstmal, was bist du für einer? Du bist direkt neben uns. Das ist doch schon mal nett. Das heißt, wenn wir sagen, wir machen... Kommen wir erstmal raus aus deiner Kapsel, dann können wir uns dich mal angucken. So, Wurm. Wurm stirbt in 7 Stunden. Ist ein ziemlich guter Kämpfer. Verweigert aber Arzt zu sein. Er ist gerne nackt, da kann ich mit leben. Und hat eine Abneigung gegen Männer. Okay. Nicht das Beste. Sonst kann der aber gar nicht viel. Frage ist, wollen wir den trotzdem retten? Weil er ist halt ein richtig guter Kämpfer. Muss aber auch essen und sowas. Ja, wir versuchen den mal zu retten. Problem ist nur, wir haben gerade kein Gefängnis. Das heißt, ich könnte diesen ganzen Raum hier zum Gefängnis machen. Ihn dann fangen. Ja, das machen wir mal so. Dann soll Sai den mal einsammeln. Und wenn wir den haben, kümmern wir uns schnell darum, dass wir irgendwie eine kleine Zelle bauen. Das heißt, auf. So, ups. So, nimm den mal gefangen und dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie bekehrt bekommen. Erstmal hier operieren. Verletzung. Genau, erstmal soll er zu unserer Ideologie kommen. Oh, wenn wir den freilassen, dann sind wir auch gut gestellt gegen die Fraktion. Das ist natürlich auch ganz nett. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Dass man da so viel sieht. Dass jetzt Mahlzeitquelle benötigt. Hunger. So ungefähr, nee, so schläft, okay. Tut mir leid, wir müssen mal kurz Schlaf hinten anstellen. Was ist das denn? Eine Punkttür? Da kommt schon der nächste. Was ist hier los? Randy! Randy am Start. Ein Pyromane. Yay! Wollen wir einen Pyromanen haben? Jetzt gerade zum Anfang? Ja, wir nehmen den mal auf. Wird lustig. Schauen wir mal. Also, wir haben hier den guten Moray. Männlich, 17. Gehört auch zu uns, Neuankömmlinge. Mag uns beide schon mal nicht, ist schon mal nett. Gute Voraussetzung.
Also ein Pyromanen, Kurzschläfer, ein Stubenhocker, er verweigert Feuerwehr, ist gut in Kunst, kann ein bisschen Berg, also er kann ja eigentlich nichts. Antifeminismus. Okay. Was ist denn Unabhängigkeit? Können wir mal gucken, was ist denn die Ideologie von Psy? Also, Bekleidung, Leichen, kein Insektenfleisch, innere, fast ekelhaft, das passt. Körperliche Liebe freizügig und eine Monogamie. So wie es gut ist, so wie ich es gut finde. Ups. So. Ist halt komplett nicht an der Ende, so. Wie steht's um den? Der ist außer Gefahr. Mori bringt auch gleich ein Messer mit. Sehr gut, in Waldarbeit 1, aber Waldarbeit kann jeder. So. Das heißt, da du gar nicht kannst, Mori, wirst du auch nichts machen. Sonst ist es am Anfang halt super, super langweilig und auch kein Mensch. Das heißt, Mori fällt Bäume. Sei geht was essen. Ist doch nicht draußen, egal. Das Mori fällt bitte hier weiter an, welche Bäume im besten Fall schon markiert sind. Nehmen wir den hier weg. Den weg. Bist du so müde? So, jetzt können wir sagen, wir versetzen dieses Bett. Das ist zwar unser gutes Bett, aber soweit egal. Dann haben wir quasi unseren Hauptraum mal wieder für uns. Wurm kann wieder laufen. Das ist doch schon mal nicht gut. Psy. Werte auf 1, okay. Du kannst zwar nicht bauen, aber das machen wir trotzdem auf 4. Setz mal bitte das Bett um. So. Und zwar für Gefangene. Das Bett ist jetzt wieder für Kolonisten. Sei. Bring ihn mal bitte in seine Kammer. Danke. Oh, wie der bricht aus. Nicht ausbrechen. Zurück in deine Zelle, mein Freund. So. Aber das, weil die Tür offen ist, oder was? So. Sachgebiet erweitern? Nee. Ja. Nee, ist Dach drauf, okay. Hier drin ist es 18 Grad, das ist gut. Das sollten wir vielleicht Wurm auch ermöglichen, dass der da drin nicht stirbt. Hast du Essen mitgebracht? Er hat Essen mitgebracht. Nicht schlecht. Du warst mitgebracht an Klamotten?
Nö, ist auch nackt, okay. Das heißt, für Kolonisten erstmal für Sai. Bauen aber auch nochmal eine Kopie davon. So, mehr Betten. Wenn es weiter so schnell geht, dann brauchen wir hier was. Okay. Dann sollen wir jetzt mal die zweite Zone anbauen. Nahrung, Nahrung. Dem geht's gut, weil der hat ja Nahrung bei. Wählt der bloß nicht mit Sai. Arsch. So, gleich wieder gehen. Sai hat hier Feldarbeit auf 1. Was mampfen. Sehr gut, bitte nicht vergiften. Auch sehr gut. Na, jetzt baut sie hier die Lüftung fertig. So, der Wurm soll zu uns bekehrt werden. Das ist erstmal für mich ganz wichtig, damit wir nicht so viele verschiedene Ideologien haben. Warum pennst du eigentlich die ganze Zeit? Nee. Kannst du Handwerk? Nö. Wo du gar nichts machst. So, Zone. Noch einen Schlafplatz machen. Einfach damit er weiß, wo er sich hinlegen kann erstmal. Er scheint nicht schlafen zu wollen. Ist okay. Jetzt. So, ich hoffe, ich habe aus dem anderen Projekt gelernt. Und deshalb möchte ich, dass wir irgendwie einen zentralen Raum haben, wo, wenn die Scheiße am Brennen ist, wir nur noch diesen Raum irgendwie am Leben halten müssen. Wir können natürlich trotzdem später einzelne Räume, Schlafräume, aber ich will diesen Raum halt im Hinterkopf behalten, ne? Einfach, dass er da ist, wenn mal wirklich die Kacke am Dampfen ist. Der Kühlschrank. Macht der irgendwas? Nö, ist der hübsch? Auch nicht. Die sind ganz hübsch, weil sie gut sind. Ah, okay. So. Dann ist die Nacht hier auch fast vorbei. Sai steht auf. Aber das ist doch ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Kleine Überraschung, weil ja heute quasi das gute Addon rausgekommen ist, und zur Feier dessen gibt es morgen noch einen zweiten, also heute noch einen zweiten Part. Das heißt, ne, wenn ihr das seht, es wird morgens irgendwann wahrscheinlich rauskommen, bin ich bemüht, noch einen zweiten Part aufzunehmen, zu schneiden und online zu bringen, der noch am selben Tag rauskommt.
Und da habe ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Wenn es heißt RimWorld, Randy macht die Welt zur Hölle. Obwohl, noch ist alles cool. Es kann gerne so bleiben. Uns erstmal ein bisschen aufbauen können. Mal gucken, wir haben Pyromanen. Das wird witzig werden. Aber bis dahin, tschüss.